Was geht's, liebe Leute? Willkommen zurück zu Let's Play Ina Summer 11 2 Feuersturm hier bei Crush 40 Freak 89. Ja, im letzten Part haben wir es nun versucht, die Aliens aufzuhalten, doch ihr seht das Ergebnis. Die Hälfte von uns liegt nun im Krankenhaus. Wenn ich nur stärker gewesen wäre, dann hätten wir diese Aliens besiegen können. Ich bin so enttäuscht von mir selbst. Ich habe es nichts dagegen, es ab und zu mal etwas langsamer angehen zu lassen. Ich fühle mich wohl hier. Was sagst du dazu, Steve? Mach dir um mich keine Sorgen, ich bin nicht so schwer verletzt. Die beiden können wir natürlich nicht ansprechen, die liegen natürlich ganz flach im Bett. Auch wirklich sieht das ganz schön flach hier aus, das Bild. Naja. Halt, das ist halt noch nicht so grafisch ganz prickelnd. Hier haben wir 10 Teamgeist-Punkte erhalten, das ist nice. Gibt es natürlich auch ein paar Schätze abzugreifen. Und ein... Was soll denn das Fragezeichen? Wir wissen doch, was das ist. Mineralwasser. Boah. Natürlich merkt ihr, dass sich jetzt ein bisschen ruckelt. Ich habe den Frameskip ein bisschen höher gestellt, damit es jetzt weniger laggen soll, angeblich. Ich hoffe, dass es auch wirklich so bleibt jetzt gerade, weil bisher läuft alles ganz flüssig. Es tut mir leid, aber ihr Jungspunde dürft hier oben gar nicht sein. Ihr könntet runterfahren und euch dabei verletzen. Was glaubt ihr, was wir sind? Kleine Kinder? Was ist nur mit Steve und den anderen passiert? Hoffentlich haben sie sich nicht so schlimm verletzt. Keine Sorge, Julia. Die erholen sich bald wieder. So, verlassen wir erstmal jetzt das Krankenhaus, weil wir müssen zum Fußballplatz der Raymond Junior High. Ich will wirklich nicht unhöflich sein, aber ihr stört mich. Aber stört mich bitte nicht. Die Patienten brauchen meine ganze Aufmerksamkeit. Das glaube ich gern. Mark, du musst dir musst es den Aliens heimzahlen. Mach es für uns. Wie lange soll denn das noch? Wie lange soll ich denn noch warten? Das ist ein Skandal. Ja, bei so Arztpraxisen kann man da schon ein bisschen warten, bis das man drankommt. Das hier ist die Rezeption. Bitte trage dich hier ein und nimm einen Moment Platz. Ein Moment ist meistens immer so eine Sache. Ja, die sagt dasselbe. Was sollen wir nur tun? Jetzt, da die Schule nicht mehr ist. Tja, da haben wir gar nichts erhalten. Oh Gott, ist es wirklich ein Fehler von Emulator oder gab es das vorher schon mal so? Ich weiß es nicht. Ja, den haben wir schon angequatscht. Ich sorge mich um die nette alte Frau, Sweet, sicher. Hoffentlich ist sie bald wieder auf den Beinen. Diese Aliens haben mich ziemlich viel Angst eingejagt, als sie aufgetaucht sind. Jetzt habe ich Rückenschmerzen. Ja, das ist die Oma aus dem Laden im ersten Teil. Julie. Ich habe gehört, dass Junior endlich aufgewacht ist. Ich kann es kaum warten, mit dir zu spielen, wenn es dir viel besser geht. Ja. Wir haben es ja im ersten Part gesehen, dass Axel-Schwester Julia wieder aus dem Koma aufgewacht ist. Doch leider gerade zu dem Zeitpunkt, an dem gerade diese Katastrophe stattfindet. Meine Güte! Ich würde mir wünschen, dass die Leute ihre Pantoffeln ordentlich wegstellen. Ja, so wie wir hier sehen können, ein totales Chaos. Das muss man schon anmerken. Und hier steht schon eine ziemliche Schlange vom Krankenhaus. Aliens! Ein großer schwarzer Fußball ist vom Himmel gefallen, hat unsere Schule zerstört. Das tut so weh. Stellen Sie sich bitte ordentlich hintereinander auf. Kein Dringeln und kein Schubsen. Ich habe noch nie zuvor so viele Verletzte gesehen. Und ich bin der... ich bin ein Arzt. Ich arbeite tagtäglich mit verletzten Menschen. Tja, seitdem die Aliens hier aufgetaucht sind, geht alles drunter und drüber. Ich sollte jetzt eigentlich für ein Tennisspiel trainieren, aber mit dieser Verletzung ist das unmöglich. Unfassbar. Tja. Es wurde gerade eine ganze Reihe Menschen hergebracht, die bei dem Vorfall der Raymond Junior High verletzt wurden. Ja, die Aliens schrecken vor nichts zurück. Ich will's meiner Mami. Ach, stell dich nicht so an. Niemand wurde ernsthaft verletzt, Mark. Aber übertreibe es nicht. In Ordnung? Das werden wir nicht. Keine Sorge. Fußräusper. Mit gekreuzten Fingern. Hinterm Rücken. Naja, okay. Es laggt trotzdem immer noch ein bisschen. Ich höre es deutlich.
Ich kann es nicht verstehen, warum das nicht besser gehen kann. Naja, ich glaube, das ist nun mal entweder der Emulator selber oder es nimmt einfach Camtasia viel zu viel Leistung weg, wenn ich es damit aufnehme. Ich meine, ist schon klar, der Emulator selber auch so ein Rekorderprogramm, welcher sogar noch die ganzen Lags ausbessert und stattdessen das Video in bester Qualität aufnimmt. Aber das Problem, es hat keine Stimmaufnahme zusätzlich. Das Ganze müsste man wieder mit Stimmprogrammen wie Audacity oder so aufnehmen. Aber ich habe, wie schon gesagt, ich habe auf sowas kaum Lust. Ich bleib lieber bei Synchronstimmaufnahmen, also direkt beim Video. Stimmaufnahmen direkt beim Video. Aliens, das ist so gruselig. Mark! Ja, haben wir schon alles gehabt, so. Wahrscheinlich wird auch hier gleich wieder eine Cutscene kommen, denn jetzt, jetzt sind wir nämlich an unserem Ziel angelangt, zum Fußballplatz der Raymond. Nein, noch nicht. Trainer Hillman, Herr Geschäftsführer Raymond, wir sind, wir... jetzt muss ich nochmal seine Stimme ein bisschen denken. Das wissen wir, Mark. Ihr hattet keine Chance, hier das Academy zu schlagen. Ihr seid einfach noch nicht so weit. Ich glaube, dass überhaupt kein Team so weit ist. Was sollen wir tun, Vater? Wir können uns nicht so geschlagen geben und nach Hause gehen. Und das werdet ihr auch nicht. Es gibt immer noch einen Weg. Es ist unsere einzige Chance. Ihr müsst die besten Fußballer finden und ein herausragendes Team aufstellen, welches Elias schlagen kann und alle retten... Ein herausragendes Team, das Elias schlagen und uns alle retten kann? Schüler, der Raymond lässt mich euch zeigen, woran ich die ganze Zeit gearbeitet habe. Eigentlich wollte ich die Fußballwelt vor dunklen Machenschaften von Ray Dark schützen, aber... Entschuldigung, jetzt bin ich gerade am Mikro angekommen. Bitte nicht erschrecken, falls irgendein Ton kommt. Ich habe mich entschieden, es euch zu geben. Nützt es auf eurer Reise, um das Team zu formen, das uns alle von Elias befreit. Reise? Vater, was meinst du denn damit? Ich präsentiere... Da kommt etwas Großes. Der Boden bewegt sich. Hey, was zum... Ein Bus. Und doch dazu ein glänzender. Ja, da freut er sich. Ein beeindruckendes Vehikel. Was denkt ihr? Dies ist der neueste Teamzuwachs, der Inazuma-Bus. Dieser Bus wird euch auf der Suche nach den ultimativen Spieler durch das ganze Land begleiten. Schau ihn an, nicht schlecht, Herr Specht. So ist es mal, deswegen kann ich jetzt auch keine Gedanken an eine Niederlage gegen Elias verschwenden. Wow, eine Reise, um die ultimative Fußballmannschaft zu formen. Dann bin ich dabei. Einen Moment. Wir sind alle Kinder. Wer wird den Bus fahren? Das ist eine gute Frage. Der einzige Erwachsene ist ein Team ist Trainer Hillman, aber... Das wird... Achso, nein, das wird jemand anders. Das werde ich übernehmen. Oh, Herr Veteran, geht es Ihnen besser? Ja, es tut zwar immer noch etwas weh, aber ich bin sicher, dass ich den Bus fahren kann. Super, da können wir ja los. Lasst uns aufbrechen, Leute. Hä? Was ist los mit euch? Captain, ich... Ist das hier nicht eine Nummer zu groß für uns, Mark? Die Alice Academy ist viel besser als die Mannschaften, gegen die wir vorgetreten sind. Sogar besser als die Royal Academy und die Zeus Junior High. Was ist los mit euch allen? Haben wir uns nicht immer jedem, der gegen uns angetreten ist, gestellt?
Sind wir so nicht dahin gekommen, wo wir heute sind? Trainer Hillman, sagen Sie es ihnen. Wenn wir zusammen kämpfen, gibt es niemanden, den wir nicht... Mark, ich muss etwas sagen. Ich fürchte, ich kann nicht euch mitkommen. Ihr werdet allein auf diese Reise gehen. Was? Elias ist für uns auch ein Rätsel. Wir wissen fast nichts über sie. Einfach blind in die Schlacht zu ziehen, wäre dumm. Trainer Hillman wird unter meinem Kommando Elias untersuchen und so viel wie möglich über sie herausfinden. Das ist wichtiger. Ich glaub's nicht! Unser schrecklichster Gegner? Und wir haben nicht einmal unsere Trainer bei uns! Aber wenn Trainer Hillman nicht dabei ist, wer wird dann der Spieler Anweisungen geben? Er hat recht. Wir können ein gutes Team zusammenstellen, aber ohne Trainer? Jämmerlich. Was seid ihr? Kleine Babys, die man bei allem an der Hand nehmen muss? Wer ist das denn jetzt? Das freut dich. Naja. Was ist das? Herr Geschäftsführer, ist das wirklich Japans stärkstes Team? Was? Wer ist sie? Weißt du etwas? Nein! Wer sind sie? Ab heute bin ich eure neue Trainerin. Ich heiße Lina Schiller. Aber Vater! Sie wird so... Sie ist so toll! Das kann ja heiter werden. Die neue Trainerin. Mann. Sie werden uns sein. Was? Sie werden unsere Trainerin? Was zum Geier? Herr Geschäftsführer, können wir diesen Kindern wirklich die Zukunft unseres Planeten überlassen? Ich meine, sie haben bereits gegen Alice Academy verloren. Warum glauben sie, dass das nächste Mal besser machen? Müssen sie so unhöflich sein? Wir werden gewinnen. Gegen sie zu verlieren, hat uns nur noch mehr motiviert. Wie beruhigend, aber einige Spieler von euch sind verletzt, oder? Ja, einige unserer Spieler sind noch im Krankenhaus. Dann sehe ich keinen Grund, warum ihr jetzt schon in den Bus steigen solltet. Ich denke, eure erste Aufgabe ist es, genug Spieler für ein vollständiges Team zu finden. Mal überlegen, 11 Spieler in einem Team, 8 sind hier, das bedeutet, wir brauchen 1, 2, 3 Spieler. Ich denke, wir müssen neue Spieler anwerben. Schau dir unsere Schule nochmal an. Wo sollen wir 3 Fußballspiele finden? Schau sie mir nicht so an. Ich habe was Falsches gesagt. Ach komm, sei doch nicht so ein Lappen, ey. Ihr seid nutzlos. Erst muss ich euch sagen, wo ihr hin müsst. Und nun das? Muss man euch bei an die Hand nehmen? Sie waren das also. Sie haben mich angerufen, mir zu sagen, wie man auf das Umbrella-Schulgelände kommt. Ich nehme an, sie waren auch, die mein Vater angerufen hat, um mir über das nächste Ziel der Alice Academy zu informieren. Korrekt. Und nun informiere ich euch über Folgendes. Ihr müsst zurück zur Umbrella Junior High. Zurück zur Umbrella Junior High? Das Schulgelände ist zerstört, aber keiner der Schüler war des Angriffs verletzt. Wenn ihr also nach neuen Spielern sucht, die ein Groll gegen Alias hegen, dann ist das genau das Richtige. Sie haben recht. Die Schüler dort sind sicher ganz wild darauf, den Aliens heimzuzahlen. Außerdem sollten Bobby, Shira und Eric Eagle bald von der Kirkwood zurück sein. Geht zum Bahnhof, vielleicht trifft ihr sie dort und wir können sie ins Team holen. Sie wussten von Bobby und Eric? Selbstverständlich, bevor ich eine Mannschaft trainiere, dann weiß ich auch alles über sie. Donnerwetter! Also gut, macht euch besten gleich auf den Weg. Alice plant vielleicht schon den nächsten Schritt. Wir müssen bereit sein, wenn sie kommen. Tja. Da
dagegen lässt sich wohl nichts einwenden. Na, herrische Schnepfe, was glaubt ihr eigentlich, wer sie ist? Hör gut zu, Mark. Geht ihr erstmal vor. Ich muss Julia nochmal sehen, bevor ich hingehe. Das ist wahrscheinlich das letzte Mal, dass ich sie in nächster Zeit sehen kann. Ja, es ist sehr schade, dass ausgerechnet jetzt gehen muss, wo sie aufgewacht ist. Oh, ich bin sicher, sie wird es verstehen. Ich stoße später zu euch. Alles klar, wir sehen uns später. In Ordnung, Captain. Lasst uns mit Bobby und Eric sprechen und den Umbrella schöne Hai nach neuen Spielern suchen. Sobald unser neues Team vollständig ist, fahren wir los. Langsam sehe ich wieder ein Licht am Ende des Tunnels. Los geht's! Ja! Yippie! Tja, da haben wir jetzt was und zwar haben wir uns jetzt was vorgenommen. Was für eine Frau ist Trainerin Lena, Vater? Ich will alles über sie wissen, wenn sie das Team übernehmen wird. Ehrlich gesagt weiß ich selbst nicht sehr viel über sie. Sie spricht nicht viel über sich. Du weißt nicht viel über sie? Aber du bist doch der Vorsitzende des Junior High School Fußballverbands. Können wir einen Unbekannten unser Team anvertrauen? Sie macht das schon. Du musst dir ihretwegen keine Sorgen machen. Aber... Ich mache mir eher Sorgen um dich, Nelly. Du versuchst immer, alles allein zu regeln. Wenn du so weitermachst, dann schadest du dir noch selbst. Du musst lernen, loszulassen, wenn es zu viel wird. Wie wäre es, wenn du deine Freunde zur Abwechslung mal... Wenn sich deine Freunde zur Abwechslung mal um dich kümmern? Das geht nicht. Mich um die anderen zu kümmern, ist Teil meiner Arbeit. Wer weiß, was Mark und die anderen es anstellen würden, wenn man sich selbst überließe. Mark, ihr beiden werden auf dieser Reise eine Menge Zeit miteinander verbringen. Als dein Vater habe ich da, was dich betrifft, eher gemischte Gefühle, muss ich sagen. Vater, was willst du damit sagen? Oh, da wissen wir schon, was er damit sagen möchte. Ich mache nur Spaß, Nelly. Pass einfach auf dich auf, in Ordnung? Ich mache mir immer Sorgen um dich. Ich kann nichts dagegen tun. Ich weiß. Vielen Dank, Vater. Tja, zu viel mal dazu. Bahnhof wurde zur Karte hinzugefügt. So, finde mir Mitspieler, noch 3. Na, das werden wir jetzt machen. Gut, wir werden jetzt uns noch neue Spieler suchen müssen. Wartet mal kurz, ich muss da mal kurz was einstellen, das werdet ihr jetzt auch gleich sehen. Ja, ich schätze mal, das stelle ich jetzt so ein. Dann laggt es vielleicht jetzt etwas weniger. So, sieht bisher jetzt ganz gut aus. Ich hoffe, dass das jetzt aufhört, weil das geht mir echt schon auf den Keks, ernsthaft. Boah, ich kann das echt nicht mehr ertragen. So, Bahnhof. Ja, ich schätze mal, wir gehen zuerst mal zum Bahnhof. Dort werden uns jetzt bestimmt einige Spieler wieder angreifen. Ist das nicht der beeindruckendste Bahnhof, den du je gesehen hast? Lass mich der jungen Hüpfer erzählen, was es hier so gibt. Nee, muss das sein. Am Ende dieser Straße findest du den Bahnhofseingang. Dort gehen die Bürger Ticket. Tickets hin, wenn sie verreisen möchten. Zu deiner Linken ist der Gehmarkt und zur Rechten ist die Apotheke. Ich hoffe, ich konnte dir helfen. Ja, das ist leider jetzt sehr schwer zu lesen wegen dieser einen Sache. So. Jetzt öffnen wir mal die Schatztruhe und es ist wieder 5 Teamgeistpunkte. Das sieht aber eher aus wie eine Flasche. Nein. Habe ich jetzt keine Lust zur Karte zu gucken, die Karte anzugucken. So, das ist ein weiteres Match. Schießt als erstes ein Tor, die Hackentrickser. Jetzt habe ich den Namen nicht gelesen, aber egal, das ist jetzt nicht so wichtig. Okay, jetzt erstmal zu ihm. Okay. Und jetzt, hey! Nimm mir den Ball nicht ab, du! So, ausgetrickst, so. Und jetzt wieder zu Kevin und, ja, das ist wieder perfekt. Ein Volley und der geht garantiert rein. Den kriegt er nicht mehr. Und Rückfallzieher! Oh nee, den hast du nicht mehr. Sorry. Tolles Tor! Ja, das macht so eine Wiederholung, so eine blöde, diese Einstellung. Aber egal, jetzt gibt's wieder ein Level Up.
Sehr schön. Ich glaube, Kevin ist einer der Spieler, die am meisten Level bekommen, die am wenigsten Erfahrung brauchen. Deswegen gehört er auch zu den wichtigsten Spielern im Augenblick noch mal kurz. Ach nee. Ich glaube, ich lege es doch lieber erst dorthin. So. Diesmal müsste es aber besser laufen. Naja, doch nicht so. Bazin! Weg! Bazin! Weg! Bazin! Weg! Weg mit dem Bazin! Wenn das die Krankheit nicht austreibt, dann solltest du vielleicht nicht die Medizin in der Apotheke da drüben kaufen. Achso, das ist so ein kleines Mädchen, soweit ich das jetzt richtig an der Haarspange beurteilen kann. Okay, das ist Imazuma Bücherland. Lustig ist auch, dass sie hier die ganzen Schilder und alles, was normalerweise so manche Entwickler nicht machen, also so manche Publisher, auch komplett übersetzt haben. Alles auf Deutsch. Und auch noch grafisch angepasst haben an die Urentwickler, weil normalerweise übersetzen so manche andere Publisher das nicht, sondern lassen es alles in japanischen Schriftzeichen oder in englischen Schriftzeichen und übersetzen höchstens die Texte. Das finde ich auch recht nice von den Entwicklern. Das muss ich schon sagen. Ist echt super geil. Ich weiß, was war. Sie sind hier mit der Mission mysteriöse Medizin zusammen. Komm mir nicht so nahe. Sonst stehe ich nur an. Oh, schon zu spät. Oh oh. Weg hier. Ja, weg hier. Ah, verdammt. Mit der Maus kann ich mich hier nicht wegbewegen, so richtig. Ach, ich sollte die Maus mal kurz wegstecken. So. Ja, das sieht man leider immer noch, aber ist nicht so schlimm. Ja, alle sind hier krank. Weg bloß. Weg bloß von mir. Hier ist nur die Toilette. Das muss wohl der Raum sein, von dem wir erzählen. Es ist keine Tür, ich habe das nicht erkältet haben. Hallo und herzlich willkommen in der Apotheke vom Bahnhof. Ja, das ist auch nur so eine Art, wie sagt man da? Eigentlich eher unnötig, dort reinzugehen. Wie soll ich da jetzt sagen? Es ist optional, da reingehen zu können. Und da kann man aber höchstens mit Leuten quatschen. Das ist ein Negativpunkt, was mir bei dem Spiel aufgefallen ist. Weil hier gibt es meistens gar nichts zu kriegen. Man bekommt da keine Schätze oder so. Da kommt man nicht rein. Das ist eher nur so eine optionale Sache hier. So, was willst du denn? Ach, Aliens sind schon irgendwie cool. Ich meine natürlich diese verflixten Aliens. Nieder mit ihnen! Achso, das ist eine Frau oder wie? Das habe ich nicht genau gesehen. Das lag schon wieder. Ach, ich kann nichts dagegen tun. So leid es mir doch tut, liebe Leute von heute. Parrot, Andish, Marie und Model. Die Ausgleicher. Mann, was für Namen sie sich da jedes Mal ausgedacht haben. Aber irgendwie cool. So, versucht mal Jack ein Tor zu machen, wenn er den Ball noch vor den Torwart kriegt. Nein, kriegt er nicht. Verdammt. Autsch. Na schön, muss ich jetzt mit Kevin so schnell wie möglich ran oder Nathan abwehren? Oder mit Nathan anwehren? Der kriegt noch nicht mal den Ball zu fassen. So, da kommt schon Jack, schnapp in dir und grätschen! Bam! So, und jetzt aber weiter. So, und jetzt kriegt ihr noch einmal... Hey, geh wieder weg, du Lappen! Und durchsetzen, durchsetzen. Aber leider bin ich im Nachteil, aber trotzdem schaffe ich es. So. Ah, ich wollte zu Kevin. Verdammt, mit der Maus ist es so blöd und unpräzise zu steuern. Schnell, schnapp ihn dir. Ja, toll, der schießt wieder zurück. Geh weg da. Gegen den Torwart kannst du nichts ausrichten. Ist auch klar, das ist halt das Blöde, dass man gegen den Torwart hier nichts ausrichten kann, die Situation. So, jetzt aber schnell, bevor die Zeit abläuft. Ich habe jetzt keine Lust, irgendein Spiel zu verlieren. So, weil wenn die Zeit um ist, dann hat man auch verloren. Mann, was? Warum ist dieser Spaten immer gleich bei Jack? Das sollte er gefälligst verpissen. So, aber jetzt. Und jetzt schnell. Kevin, Kevin, Mann, ist da immer ein Spaten davor, verdammt. Kaum noch Zeit. Schaffe ich das vielleicht noch jetzt? Ich muss es jetzt einsetzen, ein Dragon Ball. Sonst habe ich keine Chance. Technik ist sowieso ein bisschen niedriger als seine. Also Dragon Ball. Und los, Dragon Ball! Volles Rohr. Rein damit. Und bam! Gerade noch in der letzten Sekunde. Nice! Vorwärts, Raimon! Yeah! Gewonnen! Ja, ein neues Level Up für Mark. Sehr schön. So, und jetzt hoffentlich komme ich hier weiter ohne nötige Aufgaben. Ah, das sind schon Bobby und Eric.
im letzten, also in Eissturm, da musste ich sie extra anwerben wie nennt man es nochmal? Was für Punkte habe ich da nochmal gebraucht? Boah, mein Gedächtnis ist auch wie ein Sieb. Seid ihr gerade auf dem Weg, Alien-Invasion zu bekämpfen? Das ist die richtige Einstellung, Mark. Ich stehe voll hinter euch. Ihr schafft das, Rayman 11. Irgendwelche... Ja, Teampunkte waren nötig. Ich habe für 10 Teampunkte beide anwerben müssen. Aber jetzt kann ich sie schon anwerben, anscheinend. Okay, ein... Irgendwas erhalten. Verdammt, dass es nicht da steht. Das wundert mich schon. So, da sind sie. Mark! Mark, ist das wirklich wahr? Rayman ist von Alice besiegt worden? Ja, das ist wahr. Und der Kirkwood schon erhalten dasselbe. Als er dorthin kam, war alles... Ich verstehe. Ich halte das nicht mehr aus, wenn wir nur rechtzeitig dort gewesen wären. Selbst wenn wir rechtzeitig dort gewesen wären, heißt es noch lange nicht, dass wir hätten gewinnen können. Eric! Sind Alias, Bobby. Aus dem Weltall. Ich meine, wer ist Alias? Wir wissen eigentlich gar nichts über sie. Verflixt. Wie konnten wir das nur mit unseren Freunden geschehen? Wie konnten wir Rayman und Kirkwood im Stich lassen? Ob Aliens oder nicht. Wir haben unsere Freunde hängen lassen. Wir werden euch begleiten, Mark. Wir haben noch eine Rechnung mit der Alice Academy offen. Das haben wir alle. Es ist total klasse, dass ihr von der Partie seid. Mark, wir werden hier erwarten. Hol uns ab, wenn du bereit zum Aufbruch bist. Okay, das mache ich dann. Ach, dieses Lagen, das geht mir so auf den Keks. Aber ich weiß nicht, was ich dagegen tun sollte. Ich habe Angst, Boss. Es ist vorbei. Preist unseren neuen Alien-Herrscher. Halt die Ohren steif, Boss. Keine Ahnung, was das jetzt für Spannend sind. Oh, das ist jetzt wohl der G-Markt. Dort können wir allerlei Dinge kaufen, wie zum Beispiel Items, wie... Ja, Tafelwasser und so. Also halt Erfrischungssachen wie die TP und die Trefferpunkte, also die Technikpunkte und die Kraftpunkte erhöhen. Das Sushi sieht sehr verlockend aus, aber ich bleibe lieber meinen Fertignudel bis zu meinem nächsten Gehalt. Oh, sag aber bitte deiner Mutter nicht, dass ich Süßigkeiten gekauft habe, in Ordnung? Ine, mine, mu. Ja. Entscheidungspanik, was? Ah, das Wasabi ist so scharf! Wie wär's mit ein wenig frischem Sushi, mein Junge? So, herzlich willkommen im Minishop, den kleinen feinen Lager um die Ecke. Wie kann ich dir helfen? Dann schauen wir mal, was es hier gibt. Alter, was soll denn das jetzt bitte? Da sieht man noch nicht mal, was hier los ist. Fragezeichen, B? Ist es ein Fehler von... Ist es von Emulator so ein... installiert? Da weiß man ja gar nicht, was man machen soll damit. Okay, sind das hier vielleicht die Items, die wir schon bekommen haben? Und was gibt es hier? Auch die Items. Hoffentlich sind die ganzen Schuhe und so nicht auch... Und die ganzen Trikots, die man da kaufen könnte, nicht auch genauso, mit irgendwelchen Fragezeichen oder was auch immer markiert. Ich hoffe nicht, dass das irgendein blöder Fehler von Emulator ist. Also es könnte möglich sein, dass es jetzt nur ein Fehler von dem ist. So, jetzt geht's weiter mit dem nächsten Kampf. Gegen... Ja, Gary ist jetzt ein neuer und LeBot auch. Die Ausgleiche erneut. So, und dieses Mal kriegen wir das ohne Probleme hoffentlich hin. Ja, zu Jack jetzt, schnell. Ach komm schon, Jack, schnapp in dir. So, und jetzt doch schnell. Ach, Kevin, was machst du denn? So, jetzt aber. Ausgetrickst und schießen. Ja, schafft er es an den Tor was vorbei? Ich versuch's mal. Und kebash. Ja! Voll ausgetrickst. Tolles Tor! Wisst ihr, was mir aufgefallen ist? Bei den spielgrafischen Sequenzen, wie zum Beispiel, wenn sie gerade schießen oder so, haben sie keine Füße. Sag mir nicht, dass es auch noch so ein blöder Fehler von Emulator ist. Alter, ich weiß es echt nicht, was da los ist. So. Mark, ich will diese Aliens zahlen lassen. Machst du mich da helfen? Klasse, wir werden die beste Fußballmannschaft des Landes aufstellen und sie fertig machen. Okay.
Damit haben wir nun Eric wieder im Team. Ich weiß allerdings nicht, im ersten Teil, da habe ich ihn damals noch gar nicht anwerben können, oder bilde ich mir das nur ein? Im ersten Teil, als ich mal da durchgezockt habe, habe ich Eric nie gefunden. Bereit zum Aufbruch? Zeigen wir es diesen Alien-Spinnern! Ausgezeichnet! Wir zeigen ihnen, dass sie sich den falschen Planeten ausgesucht haben! Damit ist She-Ra nun bei uns. Ach komm. Erspar mir das jetzt bitte. So. Jetzt schauen wir jetzt erstmal die Spiele an. So, erstmal sind jetzt erst auch She-Ra und Eric mit am Start. Das ist gut. Ich glaube, ich sollte die beiden erstmals auch ins Team holen. Also. Er hat schon mal den Drehschuss drauf und Bobby natürlich seinen Defensivstreich. Okay, aber alle haben Level 1. Das ist nicht sehr nice, aber naja, die bekommen sehr schnell wieder Level Ups. Wenn wir erstmal hier ein bisschen kämpfen wieder. Oh, die Schatzruhe hätte ich ja beinahe übersehen hier. Und da gibt es wieder so eine Art Sportgetränk, schätze ich mal. Oh ne, das hatte ich ja nicht aus hier, was da schon wieder los ist. Vielleicht ist es die falsche Einstellung. So. Okay. Ich hoffe, das bleibt jetzt seltener. So, zur Hauptkarte und los. Und jetzt zu Brad Julian High, da müssen wir auch noch einige Spiele anwerben. Maximal 3. Die finden wir auch hier irgendwo, aber hier werden wir wahrscheinlich auch einige Kämpfe bestreiten müssen, wenn nicht alles täuscht. Oh ne, da laggt auch wieder so. Unsere Schule! Ja, ihr seht es auch, die ganze Schule ist auch hier in Trümmern. Was ist los, du Schwächling? Willst du etwa Baseball aufgeben, dabei kein Ort zum Spielen ist? Wenn nur was im Mann kein zum Spielen gibt? Schaut euch nur den Platz an. Wir werden wahrscheinlich nie wieder Baseball hier spielen können. Ja. Hier sieht's wirklich ganz schön aus. Was haben diese miesen Typen nur angerichtet? Mein Rücken! Aber warum laggt das immer so viel? Ich weiß es echt nicht, was ich dagegen tun soll. 3, 2, 1, hopp! Ah, zu schwer! Rumheulen bringt auch nichts. Wir müssen uns zusammenreißen und dabei helfen, die Schule wieder aufzubauen. Ja, das würde ich auch empfehlen. Yes! Ich nehme die Typen für nichts Gutes im Schilde. Ja, das stimmt wohl. Aber was dann. Aber wie sollen wir auch, sollten wir auch noch gegen sie ausrichten können? Oh Mann, ich hoffe, das längert bald auf. Ah, das. Die ganze Mannschaft von direkt vor uns? Ist denn das möglich? Im ersten Teil muss ich alle noch irgendwo finden, damit ich sie, Also, als ich einen Eissturm gezockt habe, da musste ich sie alle noch, alle einzeln finden. Drei von denen alle einzeln finden können. Weil sie sind auf der Umbrella Junior verteilt gewesen. Jetzt sind alle hier schon aufgestellt. Also, anscheinend gibt es doch genug Unterschiede zwischen, Feuersturm und Eissturm. Normalerweise denke ich immer, dass da, ja, los. Dass da so gut wie kein Unterschied zwischen den Editionen ist. Nein! Warum? Ich habe doch noch Schießen gedrückt. Aber zum Glück kann ich mich durchsetzen. So. Na, Bobby, jetzt komm schon ein bisschen schneller. So, und jetzt doch Eric, wenn du auch noch... Ja. Jetzt wird es Zeit zu schießen. Und los. Volle Pulle! Bam! Kann er den halten? Nein! Die Bananenflanken haben keine Chance. Vorwärts, Raimon! Yeah! Nice! Und Level Up für die beiden. So haben wir es doch gern. So, jetzt können wir mit den Spielern reden. Da sind sie ja bereits schon vor uns verteilt. Atmons. So heißt er, ja, den gab's ja auch schon im ersten Teil. Mark, alles klar? Ja, das schlimmste Haar hinter mir. Die Niederlage gegen die Alice Academy schmerzt mehr. Ich suche nach Spielern, die uns helfen, die Aliens zu besiegen. Kennst du jemanden aus dem Fußballclub der Umbrella Junior High, der sich uns anschließen würde? Was? Sie machen unsere Schule platt, verfrachten dich ins Krankenhaus und du gibst immer noch nicht auf? Natürlich nicht, wir geben niemals auf, egal wie oft sie uns schlagen. Es ist nicht wichtig, wie viele Spiele du verlierst. Solange Hoffnung ist,
hast du immer eine Chance zu gewinnen. Mit Mark. Du hast recht. Kann ich bei euch mitmachen? Ich kämpfe lieber und verliere für... als gar nichts. Oh, jetzt habe ich das nicht zu Ende gelesen. Entschuldigt, Leute. Ich hoffe, das konntet ihr lesen. Ich kann nicht zulassen, dass etwas nochmal passiert. Das sind gute Nachrichten. Komm mit uns. Ich weiß einfach, dass wir Alice schlagen können, wenn wir alles geben. Ha, ja. Wir können es schaffen. Alles klar, Mark. Ich und der Rest des Umbrella Fußball Clubs sind bereit. Sie werden alle in dieser Gegend sein. Sprich einfach alle Spieler an, die du abwerben möchtest. Ach so, doch. Ich muss alle noch hier durchsuchen. Ja, zuerst nehmen wir mal den Captain. Der ist mal wichtig. Nimm mich auch mit, Mark. Nimm mich auch mit, Mark. Sehr gut. Ich will nicht mehr sehen, wie sie in Schulen zerstört werden. Du kannst auf mich verlassen, Mark. Die Umbrella Junior High steht hinter dir. Damit haben wir Edmonds. So, wir hatten eigentlich schon genug Spieler, aber wir werden noch hoffentlich noch zwei weitere anwerben können hier. Nein, geht nicht mehr. Mark, wir haben unsere 11 Spieler. Sollen wir zuerst bei Raymond Junior High vorbeischauen? Nein, hört mal zu. Wir werden auf eine lange und schwierige Reise gehen. Och man, ich konnte doch vorher noch 3 weitere Spieler suchen. Ich konnte dann aber erst nachher noch Eric und Bobby im Nachhinein anwerben, als ich bei Eissturm gespielt habe. Ich möchte, dass ihr alle nach Hause geht und euch von den Familien verabschiedet. Verabschieden? Du sagst da so, als würden wir sie nie wiedersehen. Sag sowas nicht! Keine Angst, wir werden die Alice Akademie schlagen und unseren Familien... und mit unseren Familien... mit unseren Freunden und Familien feiern, wenn wir zurück sind. Sorry, wegen leichten Lesefehler. Aber wir können nicht gehen, ohne etwas sogar zu sagen. Meine Mutter wird mir das nie verzeihen. Du hast recht. Unsere Eltern werden sich bestimmt Sorgen machen. Trennen wir uns und gehen zu unseren Familien. Wir treffen uns für dein Haus, wenn wir fertig sind. Na gut, ich hasse Abschiede. Ich denke, meine Familie wird ganz schön geschockt sein, wenn ihnen als auch Heiter im Himmel erzählt, dass ich fortgehe. Klasse. Wenn wir für eine Weile nicht nach Hause kommen, stehe ich meinen geheimen Süßigkeitenversteck noch einen Besuch ab. Och, der denkt immer nur ans Fressen. Gehst du nicht auch nach Hause, Sharp? Nicht nötig. Wir Sharps wurden so erzogen, dass wir immer bereit sind, alles sofort hinter uns zu lassen. Alles klar, Mark. Wir sehen uns bald. Wir sehen uns. Ich gehe jetzt auch nach Hause. Muss meine Mutter und meinen Vater auf Wiedersehen sagen. Und natürlich Opa. Gesagt, getan. Du bist zurück, Mark. Ich habe deine Sachen für dich gepackt. Ich weiß, wie sehr du schmutzförmig anziehst. Deshalb habe ich dir viele Klamotten zum Wechseln gepackt. Eine Sekunde. Mama, woher weißt du, dass ich auf eine Reise gehe? Was denkst du denn, Mark? Ich bin schließlich deine Mutter. Als diese Aliens auftauchen, wussten wir, dass du nicht damit zufrieden gibst, auf diese Zimmer zu bleiben und nichts zu tun. Und jetzt hör zu, wenn man dich nicht mehr sieht, bis du dich um diese seltsamen Aliens gekümmert hast. Wenn du aufgibst und nach so rennst, dich noch einmal zur Tür hineinlassen. Auf keinen Fall, danke Mama und Papa, ich gehe jetzt. Oh, einen Moment noch. Opa, ich werde die Alice Academy schlagen. Ich trage meinen Teil zur Zukunft des Fußballs bei. Ich habe ein Auge. Habe ein Auge auf uns, in Ordnung? Alles klar, mach's gut. Ihr zieht Verlieren noch nicht einmal in Betracht, oder? Ich wusste, dass der Junge eines Tages so losziehen würde, aber das ist so schnell passiert. Mein Vater ist auch sehr viel ins Land gereist, um Fußball zu spielen. Mark ist wirklich genau wie er. Bitte, Vater, hilf ihm so gut du kannst. Oh, Mark! Hallo miteinander. Wart ihr bei euren Familien? Ja. Ich dachte, sie wären besorgt, aber Fehlanzeige. Ich habe nur einen Klaps auf die Schulter bekommen, als ich gegangen bin. Hey, alle zusammen! Zeigt diesen Aliens, wie man Fußball spielt! Ich werde nicht zulassen, dass sie das aus dem Raymond Junior Fußball
Club fertig machen. Ja, keine Sorge, lass das mir, Zack. Vorwärts, Jack! Vorwärts, Jack! Hurra! Na gut, Mark, auf zu Raymond. Axel müsste jetzt auch vom Krankenhaus zurück sein. Alles klar, dann lass uns Axel treffen und endlich losfahren. Wartet nur ab, Alice Academy. Unser Kampf wird noch nicht vorbei. Juhu! Geschafft, gehe zurück zu Raymond Junior High. Ja, das werden wir jetzt. Und den nächsten, aber im nächsten Part werden wir das jetzt wieder machen. Sorry, dass der Part jetzt etwas kürzer wird, aber ich müsste da wirklich noch bei meinem Emulator schauen, ob ich nicht irgendwas noch ändern kann, weil das kann ja so nicht weitergehen bei diesem Let's Play. Also Daumen hoch, wenn euch dieser Part gefallen hat, und wir sehen uns dann wieder beim nächsten. Ich hoffe, ihr seid dann wieder dabei, seid gespannt und schaltet wieder ein. Euer Crush40Freak89. Ich bedanke mich sehr fürs Gucken und ich sage hiermit wieder voller Stolz auf Wiedersehen und Tschüss und bis zum nächsten Part. Ciao!